Hallo, ich bin Ihre Verabredung. Auf dem Foto sahen Sie aber jünger aus. Ich bin die Lisbeth und sehr romantisch. Ich bin der Hans-Peter, hab meine Rente durch und ich mach nichts Unmoralisches. Gott, wie spießig. Wollen wir nicht mal tanzen? Fangen Sie schon mal alleine an. Jeder kleine Spießer macht das Leben mir zur Qual, denn er spricht nur immer von Moral. Und was er auch denkt und tut, man merkt ihm leider an, dass er niemand glücklich sehen kann. Sagt er dann, zu meiner Zeit gab es sowas nicht? Zu meiner Zeit gab sowas aber nicht! Frag ich voll Bescheidenheit mit dem Lächeln im Gesicht. Kann denn Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst? Wenn man einmal alles vergisst vor Glück, kann es wirklich Sünde sein, wenn man immer zu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah. Das müsst ihr mir schon verzeihen. Kann nicht Sünde sein. Doch wenn sie es wäre, dann wär's mir egal. Lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein. Wollen wir zwei nicht mal was ganz Verrücktes machen? Meinetwegen, wenn sie zahlen. Was die Welt auch spricht von mir, das ist mir einerlei. Ich bleib immer nur der Liebe treu. Ach, die Frauen, die so viel spotten, tun mir höchstens leid. Meine Damen, bitte nur kein Neid. Keine Frau bleibt doch immun, wenn ein Mann sie küsst. Warum bin ich noch immer ungeküsst? Jede wird es gerne tun, wenn's auch verboten ist. Kann denn Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst? Wenn man einmal alles vergisst vor Glück. Kann es wirklich Sünde sein? Wenn man immer zu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah. Das müsst ihr mir schon verzeihen. Klar. Dazu ist sie ja da. Liebe kann nicht Sünde sein. Doch wenn sie es wäre, dann wär's mir egal. Lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein. Also, wenn ich mir sie so genau angucke, so hässlich sind sie gar nicht. Wie lange sind sie denn schon allein? Och, das sind jetzt schon so 2-3 Wochen, ne? Und woran ist Ihre letzte Beziehung gescheitert? Sollen Sie, machen Sie auch sauber? Ich meine regelmäßig. Oh ja, bei mir muss man auch zu Hause die Schuhe ausziehen. Küche? Ja, natürlich, ich kann auch gut kochen. Was kochen Sie denn so? Ich würde gerne wieder mit jemandem zusammenleben. Also ich koche alles Mögliche. Gibt's denn da auch immer lecker Nachtisch bei Ihnen? Aber natürlich. Ich hätte jetzt auch noch Eis anzubieten, wenn Sie möchten, zu mir. Ja, können wir denn da laufen? Oder müssen wir da... Ja, es ist nicht weit von hier. 5 Minuten durch den Mondschein. Och, ich habe mein Portemonnaie vergessen, sehe ich gerade. Sonst hätte ich gesagt, wir nehmen Taxi, wie Sie auch.